Herzlich willkommen auf meinem Kanal Das Gartenprojekt. Ich bin Lars und heute zeige ich euch, wie ihr aus natürlichen Materialien ein Holzschutzmittel für den Außenbereich herstellen könnt. Um ein natürliches Holzschutzmittel herstellen zu können, benötigen wir eigentlich nur zwei Dinge. Als erstes Leinöl, als zweites Farbpigmente. Die Farbpigmente, in meinem Fall Holzkohle, die muss ich jetzt schön klein malen. Und dann können wir das alles miteinander vermischen. Ich mache das mal eben schnell und wir sehen uns gleich wieder. So sieht das jetzt aus. Alles schön fein gemahlen. Jetzt fangen wir an zu mischen. Bin ich immer gespannt, was das gibt. Das stellen wir mal weg. Das Leinöl für innen hätte man das auch pur nehmen können, sage ich mal so. Für außen ist es schwierig, weil dann wird das Holz mit der Zeit ganz porös durch die Sonneneinstrahlung. Da müssen Farbpigmente mit drin sein. So habe ich das mal gehört. Das Ganze schön durchrühren. Dass sich das Öl schön mit den Pigmenten verbindet. Dann langsam rantasten, wie viel Farbpigmente man reingeben möchte, um eine vernünftige Streichkonsistenz zu bekommen. Bei normaler Farbe ist ja noch härter drin. Das haben wir hier jetzt nicht. So. Ich weiß, wo habe ich es gesehen? Ich weiß nicht, ich müsste es raussuchen. Ich verlinke euch den Kanal mal, wo ich es gefunden habe. Der sagt, dass man circa eine Woche braucht, dass es durchgetrocknet ist, um dann den zweiten Anstrich nochmal vorzunehmen. Das ist halt ein bisschen zeitaufwendiger, aber so eine Flasche kostet 2 Euro. Und Holzkohle könnt ihr selber machen. Also von daher ist eine sehr günstige Alternative. Wenn es dann auch was wird.
So, ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Ach so, Farbe erklärt sich natürlich von selber, ne? Ist schwarz. Ihr könnt das jetzt auch mit brauner Erde machen. Ganz fein gemahlen, dann hättet ihr eine braune Farbe oder was weiß ich, was es da alles für Naturfarben noch gibt. Ich habe hier noch so einen Pinsel. Probieren wir das jetzt mal aus. Das Öl. So sieht das Ganze aus, vom ersten Anstrich. Das brauche ich jetzt eine Woche, um zu trocknen. Um richtig einzuziehen. Lassen wir uns mal überraschen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr davon sehen wollt, dann vergesst nicht, da den Kanal zu abonnieren. Mit dem Zeug werde ich meinen Anzuchtkasten streichen. Da gibt es in Zukunft auch noch ein Video von. Ja, ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende oder Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ciao.